Ja, nachdem wir uns im letzten Teil unseres Gespräches eingehender mit der Wüste beschäftigt haben, der Landschaft der Sahara, den Einfluss auf das Wirken von Heinz Mack, möchten wir nun im dritten Teil zum Thema der Farbe ins Gespräch kommen. Ich zeige auch noch mal die nächste Folie, genau. Hier eine ganz frühe Arbeit von Heinz Mack. Die Farben des Lichts spielen eben in ihrer spektralen Auffächerung auch schon hier eine große Rolle. Einerseits die farbigen spektralen Farben, andererseits die Grauchromatik rechts auf dieser getreppten, stufig angelegten Bildfläche, die auch schon vorausweist in das, was danach kommt, nämlich die Eroberung des Raumes bei Heinz Mack. Vor allem hat er sich sehr intensiv mit Goethes Farbenlehre auseinandergesetzt, auch schon sehr früh. Und er ja, hat hierzu vor einigen Jahren sogar auch ein Künstlerbuch gestaltet mit dem Titel Ein Buch der Bilder. Und wie in seinem ersten Reliefbild hier wird die Farbe zum Gegenstand des Buches gemacht. Welche Rolle spielt Farbe im Werk von Heinz Mack? Sehen Sie Bezüge auch zur Kunst des Orients? Die Frage müsste man ja in Bibliotheksstärke beantworten, also in dieser generellen Art und Weise gestellt. Aber ich werde es mal versuchen. Natürlich, Goethes Farbenlehre ist ja etwas, wenn man jetzt mal Goethe selbst befragt, worauf er am meist Goethe am stolzesten war. Also er hat einmal gesagt, in einem Gespräch mit Eckermann, sozusagen seine gesamten Gedichte, mit denen er weltberühmt geworden ist, gelten ihm nichts gegen seine Farbenlehre. Jetzt sage ich mal als Journalist heutzutage hinzu, die damals offenbar von kaum jemand gelesen und schon noch weniger verstanden wurde, in Klammern. Und das ist im Grunde bis heute so geblieben. Er hat sich ja gegen Newton damals gestellt. Und dennoch hat er in seinen Grundaussagen vielfach das Interesse und auch in der Umsetzung später von Heinz Mack getroffen. Heinz Mack hat sich sehr intensiv mit der Farbenlehre beschäftigt und weiß Gott, es ist ein hochkomplexes und schwieriges Buch. Man muss praktisch es zwei, dreimal lesen, um überhaupt in Ansätzen zu verstehen, weil er eben dort Goethe Jahrzehnte dafür gebraucht hat, sich damit auseinanderzusetzen mit Farben und natürlich der Wirkung des Lichts auf die Farben. Und gibt es eine Nichtfarbe? Und welche ist das? Ist das jetzt schwarz oder ist das weiß, die man nicht sieht? Und all dies, das ist in ungeheurer, komplizierter und anspruchsvoller Form dort niedergelegt. Heinz hat das immer fasziniert. Ja, auch das Thema Farbe verfolgt ihn natürlich weiter in seiner künstlerischen Laufbahn. Auch Ende der 50er Jahre, als er mit Otto Pine Sero gründet, später kam auch Günter Uecker in die Gruppe dazu, hat er sich mit Farbe, mit Monochromie, mit Rhythmus beschäftigt. Wir sehen hier auch ein Bild aus der Ausstellung, das sogenannte Wolkengitter. Die Sero-Zeit beginnt ja etwa 1957, 58 zeitlich und endet Mitte der 60er Jahre. Er hat sich durchgehend in der Malerei eben mit Farbe, Rhythmisierung und Vibration beschäftigt, auch mit dem Licht, wie es sich reflektiert in der Farbe. Und wir sehen noch eine zweite Arbeit, hier schon deutlich frequenzartiger, 3 Jahre später in der Arbeit Dynamische Struktur Weiß auf Gelb. Er hat eben mit diesen Parallelstrukturen versucht, das den Bildraum zu aktivieren, eine Vibration zu erzeugen, die sich aber auch auf die Betrachtenden überträgt. Das heißt, auch hier schon der erste Schritt wieder weiter zum Environment, zum Raum, zur Interaktion mit den Betrachtenden. Die Farbstrukturen hier in der Serozeit, die klingen förmlich schon. Also Mack vergleicht diese Rhythmisierung auch mal an anderer Stelle mit dem eigenen Herzschlag. In welchem Kontext sehen Sie die Serie der dynamischen Strukturen der Serozeit bei Hans Mack? Ja, das war ja der große Aufbruch, den die beiden, Otto und Heinz Mack, dann auch wirklich geschafft haben. Mit anderen zusammen, das große Vorbild, vielleicht nicht richtig, denn ja, aber kann man schon sagen, Orientierung auch Fontana, den sie dann eben auch zu sich holten und auch viele andere haben ja dann die Europäisierung dieser Zero-Idee dann mit weitergetragen. Und das Richten gegen das Informelle einerseits, gegen das, was eben etablierte Kunst war, fand eben seinen Ausdruck in dieser Art
die Heinz insbesondere durch dynamische Strukturen und der Verwendung dieser Farben ist ein unglaublich lebendiges Bild, obwohl im Grunde es, wenn man es reduziert auf das, was man sozusagen figurative Kunst, von der figurativen Kunst her gewohnt war, es ja eben nichts wirklich zeigt und man nicht richtig erkennen kann oder auch nicht richtig versteht, warum dieses Bild dynamische Struktur heißt, weiß, und es ist tatsächlich eine. Also es ist eine geniale Bezeichnung auch. Und das hat Heinz Marke in unglaublicher Weise erkannt für sich. Und er hat bestimmt da auch was aus seinen Reisen mitgebracht. Gerade diese Farbkonstellation hier, die ja weiß auf gelb heißt, ist sicher daraus entstanden. Pine hat dann die Arbeiten, also Fontana ist klar, weiß jeder, die berühmten Schnitte, der in der Leinwand. Und dann natürlich Pine mit Feuer gearbeitet, sodass also alle Elemente bei den beiden eine Rolle spielten. Und der eine hat sich eben mehr darauf konzentriert, auf diese Strukturen, die einem eine neue Sehweise ermöglichten. Und der andere ist dann einen anderen Weg gegangen. Aber das ist damals 57, 58, 59 entstanden. Ja, Ende der Zero-Zeit, Ende der 1960er Jahre, hat dann Heinz Mack auch die Arbeit an seinen Strukturbildern beendet. Er hat dann erst wieder in den 90er Jahren angefangen zu malen, hier auch wirklich klassisch mit dem Pinsel, anstatt vorher mit anderen, mit Rakeln und anderen Utensilien. Und seither entsteht also diese Serie der chromatischen Konstellation, so lautet der Oberbegriff. Also die Serie wird auch bis heute fortgeführt. Es sind meist sehr großformatige, wirklich farbintensive Arbeiten. In den chromatischen Konstellationen geht es weniger um die Immaterialität des Lichts, also das Unstoffliche des Lichts, sondern er konzentriert sich hier auf die Sichtbarkeit von Lichtfarben. Und Heinz Mack hat sich wie Goethe auch im westöstlichen Divan mit dem persischen Dichter Hafiz auseinandergesetzt. Sehen Sie hier Anklänge in den Malereien von Mack? Ja, das scheint mir ziemlich naheliegend zu sein. Wir sprachen in einem anderen Abschnitt unseres vorherigen Gesprächs schon mal über das Hohelied, wo der Klang der Farbe eine Rolle spielt. Und wenn Sie dieses Bild jetzt hier, diese große chromatische Konstellation ansehen, die ist doch auch wie Musik, die springt einen doch gleich an. Und dieser Hafiz, der ja im 14. Jahrhundert einer der großen Dichter des persischen Kulturraumes war und dann von Hammerpurgstall, dem genialen habsburgischen Übersetzer und Orientalisten, in unvorstellbar schwieriger und detailverliebter Arbeit übersetzt worden ist ins Deutsche, dann von Goethe erkannt wurde oder erst gelesen wurde und Goethe ihn sofort als seinen sozusagen ja, Wiedergänger eben 500 Jahre eben zuvor erkannt hat. Das hat auch Heinz Mack immer wieder fasziniert. Er hat sich sehr intensiv mit dem westöstlichen Divan befasst. Übrigens, Anekdote, wieder so wie die Farbenlehre, auch der westöstliche Divan wurde überhaupt nicht anerkannt oder erkannt als eine großartige Arbeit von Goethe. Man konnte bis Anfang des 20. Jahrhunderts in Berliner Buchhandlungen noch die Erstausgabe im Original erwerben. Also daran sieht man, wie doch die Ignoranz auch der Kunstkenner 100 Jahre lang nicht auflebt. Also so, aber Heinz Mack hat das schon sofort erkannt. Und ja, auch vielfach in diesem Zusammenhang ausgestellt. Er hat in Teheran seine Arbeiten als erster westlicher Künstler im dortigen Museum zeigen können. Da sieht man eben, dass er keinerlei ideologische Ketten verspürt oder und wieder Grenzgänger ist, wie wir schon oft gesagt haben, und sich auch so einem Gedichtzyklus wie eben die Hafiz eben anbietet mit seinen Gazelen und die Goethe sozusagen aufgreift in seinem westöstlichen Divan, versucht in bildende Kunst umzusetzen. Und der Einfluss ist eindeutig da und Heinz Mack bekennt sich auch dazu, dass er sowohl von Hafiz als auch vom westöstlichen Divan und der Farbenlehre stark beeinflusst ist und er hat sie gelesen und eben in einer Weise umgesetzt, die faszinierend ist. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und machen Sie es gut.
Auf Vielen Wiedersehen. Dank, Frau von den Valentin, auch an Sie, ja.